Hallo, ich grüße dich ganz herzlich aus dem wunderschönen Bali. In Deutschland ist es ja jetzt, ich glaube, 6:30 oder 6:45, nee, 6:45, 6:50 sowas, morgens. Und ich wollte mich mal wieder melden hier. Bin noch ein bisschen verschwitzt. Sorry. Aber es ist wirklich gigantisch und Wahnsinn, was hier auf dieser Insel an Energie herrscht, was hier geschieht in kürzester Zeit. Die Teilnehmer heute Morgen ging es in erster Linie darum, Glaubenssätze loszulassen. Und die haben alle so viele Themen losgelassen und wir haben so abgefeiert. Und deshalb bin ich immer noch in dieser Energie. Liebe Ingrid, magst du ein Wort zu sagen? Wie geht's dir? Ich erzähle gerade, was heute Ja, Morgen hier alles passiert ist. mir Magst du was geht's sagen? fantastisch. Es war eine super Reinigung heute früh. Und jetzt geht's noch zum Wasserfall, ne? Das wird noch ganz toll. Gut, es gleicht. Ja, bis gleich. Ja, sinnigerweise, ich habe so das Gefühl, das steigert sich auch. Also dieses Retreat hier und was ich hier mit den Teilnehmern mache, das habe ich ja auch schon in Deutschland in vielen Seminaren oft gemacht, aber es ist einfach nicht das Gleiche wie hier auf Bali und dann an diesem ganz besonderen Ort hier, denn hier herrscht einfach eine ganz besondere Energie. Das habe ich gerade gestern auch gemerkt bei zwei Übungen, die wir gemacht haben. Ich habe es vorher noch nie erlebt, dass die Teilnehmer so schnell, auch wenn sie diese Sachen zum ersten Mal machen, diese Übungen, so schnell sich darauf einlassen und dass so viel Heilung und Transformation in kurzer Zeit geschieht. Und sinnigerweise hat vor ein paar Tagen auch eine Teilnehmerin, die letztes Jahr hier dabei war, auch so ein ganz, ganz tolles Feedback gegeben, was mich natürlich sehr gefreut hat. Jetzt so nach einem Jahr hat sie geschrieben, dass sich ihr Leben um 360 Grad gewandelt hat. Und so viele neue Dinge in ihr Leben gekommen sind und so viel Neues, Wunderbares geschehen ist und auch immer noch geschieht. Also es ist einfach nur gigantisch und da bin ich so aus ganzem Herzen auch dankbar, dass ja, ich wirklich da mal einen Beitrag leisten kann, wo ich die Teilnehmer aufwecken kann, wo ich dich aufwecken kann, deinem Herzen zu folgen, deinen Seelenplan zu entdecken und dein Ding zu machen. Ja? Das wollte ich jetzt einfach mal noch mit dir teilen. Es ist also auch für dich, es ist wirklich alles möglich, wenn du dich auf diesen Prozess einfach mal einlässt. Und hast ja eben schon mitbekommen, wir sind gerade auf dem Weg zum Wasserfall. Nochmal ein ganz besonderer Reinigungsprozess heute. Mir hat auch eine Teilnehmerin vorhin noch was vorgelesen, die bekommt immer so, wie sagt man, Botschaften vom Maya-Kalender und hat mir das vorhin gezeigt, weil heute Morgen einfach schon so viel geschehen ist. Dass heute ein ganz besonderer Tag ist, um sich mit der Erde zu verbinden, um sich am Wasser aufzuhalten. Ihr wisst das noch gar nicht, ich lese es euch nachher vor. Und ein ganz besonderer Tag ist, um in die Reinigung zu gehen und sich zu erden und in die eigene Kraft und Stärke zu kommen. Und das auch mal noch mein Hinweis für dich, wenn du dich darauf einlässt. Wir werden sowas von geführt. Das war für mich heute Morgen. Vom Kopf her ist es ja so, dass ich sagen würde, ja gut, ich habe das heute ins Programm eingeplant. Aber wenn man dann diese Bestätigung vom Maya-Kalender nochmal hört, das ist einfach gigantisch und das zeigt einfach nochmal, wie es geführt ist, dass gerade heute jetzt der Wasserfall ansteht und wir heute Morgen den ganzen Scheiß an Glaubenssätzen mal hinter uns gelassen haben. Wer möchte was sagen von euch hier Danke. live in unserer Gruppe? Wow, es ist einfach, Liebe Ute, wie ja, war's? einfach großartig. Also es ist ein Ort der Heilung, der Transformation. Ich bin auf vielen Workshops schon gewesen, aber das ist einfach so großartig und irgendwie so eine schöne Begleitung. Und ich habe schon Danke. gesagt, meine Hebamme. Geburtsprozesse ins Das Leben, in die neue Freude, Leben. in die Schön, Liebe. schön, Also schön. einfach nur toll. Dankeschön, Dankeschön. Birgit, magst du auch noch? Ja, Wie einfach war's? danke, dass wir hier sein dürfen. Es ist einfach ein Traum mit dir hier. Schön. Und ich freue mich jetzt auf den Wasserfall. Ja, das haben wir nötig. Ne? Wir stehen eigentlich Allerdings, selbst schon im wir stehen schon im Wasserfall. Wasser, genau. Okay, Danke. gut. Konstanze, du auch noch? Ja. Konstanze, wie war es Ja. bislang? Ja, also was man immer wieder überspringt, Jetzt das ist nochmal. schon ganz, ganz, ganz spannend. Und jetzt geht es darum, was mache ich daraus? Wie entscheide ich mich? Gehe ich in das Alte zurück oder sage ich mir, nein, das will ich nicht. Jetzt geht's neu los. Jeden Tag muss man sich neu entscheiden. Darf. Danke, Ist die Ingo. Entscheidung getroffen? Neues Leben? Ja. In diese Richtung geht's jetzt. Geht es jetzt? Yeah! Genau. Okay. Alles Ja, Liebe, bis ganz bald. tschüss. Tschüss.